Am 10. Dezember 2018 wurde im stimmungsvollen Machfelderhof die Grande Dame des Schauspiels und des Kabarets Edith Leierer mit einem besonderen Titel gebührend geehrt und gewürdigt. Wir verleihen die eiserne Rampensau, liebe Edith, komm zu mir, 2018 an Edith Leierer. Was ist die eiserne Rampensau? Ist für mich jemand, der auf der Bühne zu Hause ist, auf der Bühne lebt. Das ist jemand, der auf der Bühne ganz einfach die Sau herauslässt. Ein Mensch, der mit Leib und Seele Theatermensch ist. In Theaterkreisen und bei uns in Wien weiß man, wenn man als Rampensau bezeichnet wird, das ist der Ritterschlag in Schauspielerkreisen. Wenn es eine gibt, die diesen Titel verdient, dann ist es die Edith Leierer. Was zeichnet die Edith aus? Sie ist die Grande Dame des Kabarets, sie ist lustig, sie ist... Ich bin der größte Fan von ihr, sagen wir mal so. Ihr Charme und ihre positive Einstellung zum Leben. Ein ganz bezaubernder Mensch, eine exzellente Schauspielerin und vor allem eine Komödiantin. Ja, wir können sie immer tot auf diskutieren, ha? Na, das ging an meiner. Die Edith ist eine der vielseitigsten Kolleginnen, die ich kenne. Ein Choral zieht durch meine Seele. Leiwand ist das Wort, was mir zu Edith einfällt. Du Schöner, du Großer, du Starker, du Siegfried. Abgesehen davon, dass wirklich eine super Schauspielerin ist, ist eine sehr, sehr attraktive Frau. Aber sie ist einfach unheimlich groß. Sie nimmt das alles sehr, sehr ernst und das gefällt mir. Viele verzwickte Verwandtschaftsverhältnisse gibt es auf der Welt sicherlich. Künstlerisch zeichnet sie aus, dass sie schonungslos gegen sich selbst ist. Sie lässt sich ganz in die Rolle hinein, in die Rollen, die sie spielt, mit jeder Radikalität. Und das ist absolut bewundernswert, das ist fantastisch. Zehnfach diese besoffenen Gegenstände. Wir haben nämlich einen Horvat gemeinsam gespielt und da hat sie sich Sachen getraut und Sachen gespielt und wir hatten wunderbare Szenen gemeinsam. Dass sie Sachen macht, wo andere sich überlegen würden, soll ich das überhaupt, geht das? Ratersklave. Geh ein auf mich. Sie hat Mut zur Hässlichkeit auf der Bühne und ist in keiner Weise eitel. Also man muss sich doch in die Person, die man spielt, und wenn die hässlich und alt ist, dann ist es ja noch lustiger, weil das fordert von einem eine neue Facette. Ich finde das grandios. Je schiercher, desto besser. Was hat sie bekommen? Die Seerose von Sitzenberg, das ist eine Auszeichnung, die jedes Jahr dort verliehen wird, für die, sowohl vom Publikum irgendwie, als auch die künstlerische Leistung. Lachen Sie mich nur aus. Ist natürlich noch nicht der Oscar, aber kurz davor, würde ich sagen. Ich spiele jeden Abend für mich und fürs Publikum und für sonst gar niemand. Lass mal rauf mit der Suche. Fantastische Schauspielerin. Und eine fantastische Frau. Was war dein größter persönlicher Erfolg? Es wurde ein Musical von Marlene Dietrich gespielt. Die Darstellerin ist ausgefallen und der Flossmann hat zu mir gesagt, du musst es spielen. Das geht nicht. Was habe ich mit der Marlene Dietrich gemeinsam? Ich habe sie an einem Abend im Fernsehen gesehen. Und da habe ich ganz genau gewusst, wie diese Frau auf der Bühne tickt. Und sie ist so sehr ich geworden, oder ich bin so sehr sie geworden, das war mein größter Sieg am Theater. Dass etwas, was ich für nicht möglich gehalten habe, dass mir das so bravourös gelungen ist. Was schätzt du an ihr ganz besonders? Ihre Lebenseinstellung. Als Mensch ganz großartig. Sie ist die lustigste Dame auf der Welt. Sie tritt nicht auf, sie erscheint. Schönheit natürlich, Charme, ewige Jugend, Professionalität. Ihre Ehrlichkeit, also sie ist eine der wenigen Kolleginnen, die, wenn etwas nicht gefällt, dass sie das auch wirklich formuliert. Sie ist eine traumhafte Schauspielerin, eine wunderbare Komödiantin und ich liebe sie. Lasst ruhig mal die Sau raus. Ich danke euch.